Eine Nasennebenhöhlenoperation ist immer dann notwendig, wenn die konservative Therapie nicht mehr ausreicht, die Symptome ausreichend zu lindern. Es gibt keine absolute Indikation zur Nebenhöhlenchirurgie. Das heißt, man kann die Symptome auch aushalten. Dann hat man halt ständig Erkältungen, das Gefühl, die Nase ist verstopft, riecht vielleicht weniger oder schmeckt nichts, kriegt weniger Luft durch die Nase und muss ständig die Nase putzen, aber das sind Dinge, die einen nicht umbringen. Das heißt, das kann man aushalten. Es gibt also keine absolute Notwendigkeit, diese Operation durchzuführen. Aber da die Operation sehr erfolgreich ist und die Beschwerden Patienten sehr deutlich einschränken, entscheiden sich viele für eine Chirurgie, für eine Nasennebenhöhlenchirurgie. Die Ursache für die chronische Nasennebenhöhlenentzündung, die letztlich die Ursache für die Operation ist, sind verdickte Schleimhäute und eingeschränkte Belüftungswege in die Nasennebenhöhlen. Bei so einer Nasennebenhöhlenoperation, die komplett durch die Nase durchgeführt wird, also nicht wie früher, dass man von außen irgendwo einen Schnitt setzen musste oder ganz im Extremfall, sage ich mal, über den Kopf einen Bügelschnitt gemacht hat und dann tatsächlich großflächig die Nebenhöhlen freilegen musste, ist das heute alles minimal invasiv möglich durch endoskopische Techniken. Das heißt, man operiert durch die Nasenlöcher durch und hat von außen keine Narbenbildung. Und im Rahmen dieser Chirurgie geht man durch die Nase in Richtung Nasennebenhöhlen und entfernt die verdickten Schleimhäute und erweitert die Zugangswege in die Nasennebenhöhlen. Also wir haben hier ein bisschen vereinfacht dargestellt ein Nasennebenhöhlensystem. Und man kann sich orientieren, hier links und rechts sind die Augen. Und wir unterscheiden erstmal hier die Kieferhöhle. Die Kieferhöhle auf der rechten Seite des Patienten, die Kieferhöhle auf der linken Seite des Patienten. Wir haben hier die Stirnhöhle. Und ganz entscheidend, und das kennen die meisten Patienten immer nicht, sind die Siebbeinzellen. Die Siebbeinzellen ist eigentlich sozusagen der Ursprung der Nasennebenhöhlen. Von den Siebbeinzellen aus bilden sich nämlich Kieferhöhlen und Stirnhöhlen. Und in den Siebbeinzellen bildet sich häufig die verdickte Schleimhaut. Und durch die verdickten Schleimhäute wird die Belüftung der Stirnhöhle oder der Kieferhöhle eingeschränkt. Und diese Belüftungsstörung führt dazu, dass die Schleimhäute verdickt werden. Und diese verdickten Schleimhäute bilden das viele Sekret und verursachen das Druckgefühl in den Nasennebenhöhlen. Und bei einer Nasennebenhöhlenoperation geht man jetzt also hin und erweitert diese Zugangswege. Sie können hier sehen, die sind sehr klein. Die sind von der Natur aus tatsächlich nur 4 Quadratmillimeter groß, also wirklich winzig. Das heißt, wenn ein bisschen Schleimhautschwellung auftritt, ist sofort die Belüftung der Nebenhöhle gestört und dann chronifiziert sich das Ganze. Und was wir bei der Operation machen, wir machen letztlich aus einem kleinen Loch ein größeres Loch. Und die Siebbeinzellen, das sind viele kleine nacheinander geschaltete Knochenkompartimente, kleine Knochenzellen, die knabbert man letztlich so mit so einem kleinen Greifwerkzeug aus dem Nebenhöhlensystem raus. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Art Altbausanierung. Stellen Sie sich einen Altbau vor, der feucht ist, da muffelt es ein bisschen drin, lauter kleine Räume. Und jetzt machen Sie eine Altbausanierung, das heißt, Sie nehmen die Zwischenwände raus, machen neue Fenster rein, streichen alles neu. Und anschließend haben sie eine schöne Loft mit viel Platz. Und so ähnlich ist es bei der Nebenhöhlenchirurgie auch. Die ganzen kleinen Siebbeinzellen kommen weg. Es wird eine große Halle daraus mit einer perfekten Belüftung. Sie machen große Fenster in Richtung Kieferhöhle, verbessern hierdurch auch die Belüftung. Und Fenster in Richtung Stirnhöhle. Stirnhöhle ist mit die schwierigste Chirurgie, weil man hier nicht so viel Platz hat, Fenster zu bilden, weil einfach das Gehirn relativ nah ist und das Gehirn kann man natürlich nicht wegoperieren. Das heißt, hier ist ein bisschen enger in diesem Bereich. Aber die Nebenhöhlen sind meistens im Bereich der Siebbeinzellen und der Kieferhöhlen betroffen und Gott sei Dank seltener im Bereich der Stirnhöhle.